erheblich kälter geworden. Ah, hier, Bause am Werk? Der Kerl bringt immer nur alles durcheinander. Naja, Cappy, also normalerweise ist es nachts immer kälter in der Wüste. Ich glaube, da hat Bowser ausnahmsweise mal nicht die Schuld dran. Aber, wow, wo kommen die denn her? Aber gut, wir sollten uns jetzt erst einmal wieder eindecken. Hier im Shop, denn mittlerweile haben wir ja einiges an Münzen gefunden. Sowohl gelbe als auch lila, ne? Ich kann mir mittlerweile sogar die Badehose leisten und kaufe sie mir auch. Werde sie aber nicht direkt anziehen, weil das wäre extrem unpassend. Ich glaube, da würde Mario aus der Haut fahren. Das wollen wir ihm nicht antun. Aber wir kaufen dieses coole Cowboy-Outfit, das kann ich mir dann in der nächsten Folge anziehen. Yeah. Und wir haben sogar noch 5 Münzen übrig. Und können uns diese Jaxi-Statue kaufen. Ah, Moment, können wir die vielleicht oben auf der Pyramide platzieren? Er lässt den Einkauf direkt an die Odyssee schicken, okay? Gucken wir mal nach. Vielleicht kann man die ja irgendwie in die Mütze stecken oder so. Ähnlich wie in The Legend of Zelda, da passen ja auch alle Dinge in Flaschen rein. Eventuell kann man das Ganze dann oben auf der Pyramide am richtigen Ort platzieren und so einen weiteren Mond einsacken. Also das könnte ich mir jetzt zum Beispiel ganz gut vorstellen. Ist sie geheilt? Geht das nicht? Kann man das nicht irgendwie mitnehmen? Jo. Gibt's hier jetzt eine direkte Verbindung darüber? Ich schau gleich mal nach. Eine Mission, die mir auch noch im Hinterkopf ist, ist die mit den Schafen. Die habe ich nicht direkt gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob wir sie machen können. Ach stimmt, und da ist ja sogar auch noch ein weiterer Multimond. Also die Story hier in diesem Land geht offensichtlich doch ziemlich lange. Hey, und da ist auch noch ein Mond. Aber kein Plan, wie man da rankommen soll. Schon etwas wahnsinnig, da runter zu wollen. Aber naja, da vorne sehe ich lila Coins. Lasst uns die doch gleich mal einsacken. Also, wir können zwar zu jeder Zeit das Jaxi rufen, aber ich komme ja mit dem Teil nicht auf die Pyramide rauf. Sonst würde ich einfach das Jaxi an diese eine Stelle stellen, auf der Pyramide oben. Aber das wird so nicht funktionieren. Boah, und diese ganzen Gruselgegner hängen auf, es sind viel zu viele von denen. So, 68 Münzen haben wir momentan. Und was haben wir denn hier Schönes? Das ist doch auch ein Mondwert, oder? Hä? Also das letzte Mal konnten wir den Kaktus bewegen. Diesmal scheint das nicht zu klappen. Aber ich kann den doch auch nicht zerstören. Moment, es wäre eine Überlegung wert, vielleicht mit dem Jaxi dagegen zu krachen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Oder wir finden hier im Umkreis noch irgendeine Möglichkeit, den Mond zu bekommen. Weil es ist ja offensichtlich ein Mond, es leuchtet grün. Naja, und hier haben wir auch noch was sehr Interessantes. Schaut mal. Wurzelebene Nordwestlagen. Okay. Ach komm, ich fress ein Wesen, wenn da keine Münzen sind. Oder irgendwas anderes. Ja. War klar. Okay. Ja, dann kümmern wir uns doch erstmal um diese Mission hier. Ich weiß, ich habe gesagt, wir machen die Hauptmission, aber es ist Super Mario Odyssey. Man findet 1000 Sachen an 25 verschiedenen Stellen. So ist das halt. Ich will wissen, was jetzt hier drin abgeht.
Oh. Es sieht wieder nach so einem Challenge-Raum aus, die nie ganz ohne sind. Meistens gibt es zwei Monde in so einer Passage. Also aufpassen, Augen auf. Mal sehen, ob ich es direkt finde. Ich kann hier leider die Kamera nicht so bewegen, wie ich es gern hätte. Das missfällt mir schon mal. Oh, es gibt sogar zwei verschiedene Wege. Ja, damn it. Und ich habe natürlich den falschen genommen, ist klar. Oh, shit. Da kam mir doch glatt ein Kugel wieder entgegen. Hä, WTF, wie komme ich denn an den Mund da links ran? Ich werde hier safe sterben, ey. So, was gibt's hier jetzt? Waren das Münzen? Ja, es waren Münzen, aber gleich sechs. Okay, wenn es zu brenzlig wird, sollte man den Kugelwilli lieber verlassen. Alter. Wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob das negativ ist, wenn man Y drückt. Also ob der Kugelwilli dann schneller kaputt geht oder ob man einfach nur schneller ist. Das müsste ich mal rausfinden. Ich lade lieber nochmal auf. Aber die Passage ist nicht ganz ohne. Ich finde aber, dass die Textur von diesem Gift verdammt gut aussieht.